Guten Abend, meine Damen und Herren. In dem sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl ist es offenbar zu dem gefürchteten GAU gekommen, dem größten anzunehmenden Unfall. Auch 3 Tage nach dem Ausbruch ist der Nuklearbrand noch immer nicht unter Kontrolle. Die sowjetische Nachrichtenagentur TASS meldete, 2 Menschen seien ums Leben gekommen. In der Nähe der Anlage würden die Bewohner evakuiert. Um Tschernobyl wurde eine 30 Kilometer breite Sicherheitszone gezogen. Es scheint sicher, dass der Reaktorkern teilweise oder sogar ganz geschmolzen ist. Sowjetische Vertreter ersuchten bei dem Deutschen Atomforum in Bonn und in Schweden um Hilfe bei der Eindämmung des Brandes. Herr Minister, ist eine Gefährdung der Bevölkerung der Bundesrepublik auszuschließen? Ja, absolut auszuschließen, denn eine Gefährdung besteht nur in einem Umkreis von 30 bis 50 Kilometer um den Reaktor herum. Dort ist sie hoch. Wir sind 2000 Kilometer weg. Messungen, wie sie in Skandinavien stattgefunden haben, könnten 10, 20-fach höher ausfallen in den Werten. Dann wäre es immer noch keine Gefährdung. Wir messen durch unsere Stationen und die Länder unaufhörlich. Bei uns gibt es überhaupt keine erkennbare Erhöhung der Radioaktivität bis jetzt. Nun gibt es, Herr Minister, ja Anfragen der sowjetischen Stellen bei deutschen Experten, wie man mit diesem Unglück fertig werden kann. Wird die Bundesrepublik helfen? Kann sie helfen? Ja, sie könnte helfen, denn wir haben durchaus Experten, die mit einem Reaktor dieser Art und mit Graphitverbrennungen Erfahrung haben und das beherrschen würden. Aber ein offizielles Ersuchen der Sowjetunion ist mir bis jetzt nicht bekannt. Sie hat auf diplomatischer und fachlicher Ebene vorgefühlt. Lässt sich ausschließen, Herr Minister, dass es ein vergleichbares Unglück auch in der Bundesrepublik geben könnte? Das lässt sich ausschließen. Ein solcher Reaktor, wie ihn die Sowjetunion hier gefahren hat, und wo das Unglück passiert ist, wäre bei uns in der Bundesrepublik Deutschland überhaupt nicht genehmigungsfähig. Er hat ein Kühlsystem, wir haben 4, wir haben eine 4-fache Sicherheit. Deswegen sind die deutschen Reaktoren die teuersten, aber auch die besten in der Welt. Ich begrüße euch zu dieser Kundgebung Atomkraft muss Geschichten werden vom Ansbacher Energiewendebündnis. Oliver Rühl, der Sprecher des Energiewendebündnisses, hat mich gebeten, die Begrüßung zu übernehmen. Wir vom Ansbacher Energiewendebündnis, das sind der Bund Naturschutz, die SPD Ansbach Stadt, die Bürgerinitiative Ansbacher Parteiloser, die Grünen, die ÖDP, die Offenen Linke Ansbach und der Landesbund für Vogelschutz. Wir wollen für eine Energiewende eintreten, weg von der Atomkraft und fossilen Energien hin zu erneuerbaren Energien. Wir sind heute aus einem eher traurigen Anlass hier versammelt. Vor 30 Jahren fand die Atomkatastrophe von Tschernobyl statt. Damals verseuchte eine unheimliche Menge an radioaktiven Materialien nicht nur große Teile der Ukraine, Russlands und Weißrussland in der damaligen Sowjetunion. Die Zahl der Opfer ist immer noch nicht bekannt und tausende Quadratkilometer sind noch immer unbewohnbar. Die radioaktive Wolke wurde durch Ostwinde auch nach Nord- und Mitteleuropa getrieben und dort, wo der Regen dieses radioaktive Material runtergespült hat, sind die Böden auch heute noch damit verseucht. 30 Jahre Tschernobyl. Die Halbwertszeit von Cäsium-137 beträgt ebenfalls ca. 30 Jahre. Das bedeutet, dass heute noch die Hälfte dieses Spaltprodukts immer noch unsere Waldböden verunreinigt. Pilze und Wildtiere können immer noch hochgradig belastet sein und müssen aufwendig entsorgt werden. Auch 30 Jahre nach dem Supergau von Tschernobyl gilt: Atomkraft ist nicht beherrschbar. Hochwasser- und Erdbebenrisiken wie in Fukushima, Materialermüdung, Sicherheitsmängel, menschliches Versagen oder die Gefahr von Anschlägen sind immer vorhanden. In Deutschland sind immer noch 8 Atomkraftwerke am Netz. Ich möchte euch allen danken, dass ihr so zahlreich und zum Aufruf gefolgt seid zu dieser Kundgebung und das zeigt, wie brisant dieses Thema auch heute noch ist. Das Gute ist, man muss nicht bis morgen warten, um die Welt zu verändern. Man kann schon heute damit anfangen. Und damit übergebe ich das Mikrofon an Willi Kraus, seines Zeichens Energiepionier aus Merkendorf. Sein Vortrag lautet
von Tschernobyl zur regionalen Energiewende. Danach spricht Uwe Schreiner über die aktuelle Energiepolitik und anschließend wollen wir auch allen am offenen Mikrofon Gelegenheit geben, etwas zur Energiewende oder zur Atomkraft zu sagen. Aber jetzt erstmal Willi Kraus aus Mergendorf. Ja, danke schön. Ich will mir es heute verkneifen, einen Vortrag zu halten angesichts der Temperaturen. Weil vor 30 Jahren war es gefühlt 25 Grad wärmer. Ich war zu dieser Zeit nämlich im Sägewerk, habe Bauholz bearbeitet über den 1. Mai hinaus und habe das Ganze dann quasi im Freien mitgemacht. Und die Generation über 50, zu der ich mich auch zähle, ist ja hier kräftig vertreten. Und ich denke, wir haben zwei gravierende Fixpunkte auf unserer Festplatte eingebrannt. Das ist einmal dieses Ereignis mit Tschernobyl und das 9-11. Fukushima war dann eigentlich ja weiter weg, waren wir nicht ganz so betroffen. Aber diese zwei Punkte waren für mich dann auch ausschlaggebend, beziehungsweise dieser Punkt 1986 Tschernobyl in die erneuerbare Energietechnik einzusteigen. Als gelernter Wackersdorf-Demonstrant waren wir natürlich gegen Atomenergie und dann passiert sowas. Wir haben gerade den Herrn Zimmermann gehört, was uns der dazu gesagt hat, was zu keiner Zeit für niemanden und sowieso keine Gefahr bestanden hat. Drei Jahre später haben wir uns erstmal vom Netz abgekoppelt. Ein Jahr später oder vier Jahre nach Tschernobyl erste Elektromobilität. Ja, und wie ist die Lage denn heute? Jetzt, wenn wir zurückgehen, wie hat sich das Ganze bei uns hier regional entwickelt? Diese ganze Atomkatastrophe. Ich war jetzt vor kurzem bei der Agenda 21 in der Hesselberg-Region und musste von einem Jäger hören, dass von 6 erlegten Wildschweinen 4 direkt zum Fallhof nach Gunzenhausen gefahren werden mussten, wegen der nach wie vor hohen Strahlenbelastung. Das Thema Atomkraftwerk, der Rückbau und die sichere Endlagerung sind nach wie vor politisch nicht gelöst und technisch absolut nicht sicher durchführbar. Diese Atomkraftwerke waren zu keiner Zeit versichert. Auf der anderen Seite wurden Rücklagen gebildet, die steuerfrei auf die Seite gelegt wurden. Nun versuchen diese oder haben diese 4 Betreiberkonzerne versucht, es der Allgemeinheit wieder unterzujubeln, nachdem sie sich davor dumm und dämlich verdient haben. Letztendlich hat man hier etwas geschaffen, was die Pyramiden überdauern wird. Wir haben es gerade schon gehört, wie lang diese Halbwertszeiten sind. Deswegen bin ich auch für Standorterkundungen am Tegernsee oder in den Seitstücken bei Berchtesgaden. Wir hätten plötzlich eine ganz andere Zusammensetzung dieser Demonstrationsgruppen und eine ganz andere Bevölkerung hier am Ort. Ja, weil Bayern hält sich da sehr vornehm zurück bei der Endlagerung. Wir haben immer Zwischenlager jetzt mittlerweile, aber Endlagerung ist nach wie vor ungeklärt. Wie schaut es denn aktuell aus, wenn man jetzt hier die letzten Tage die Nachrichten verfolgt hat? In Gundremmingen haben wir ein Virus, in Philipsburg 2 haben sie die Überprüfungen einfach gefaked. Ja, und die belgischen Atomkraftwerke sind marode und wurden noch von islamischen Terroristen ausgespäht. Das ist die Situation, in der gerade diese Atomkraftwerke betrieben werden. Auf der anderen Seite, global gesehen, sind wir in einem nicht erklärten Krieg um fossile Rohstoffe, um Öl, um Gas, um Energieressourcen. Auf der anderen Seite das Fracking als letzter verzweifelter Aufbäumen der Amerikaner, hier das Letzte mit Chemikalien aus dem Boden rauszuquetschen. Wir plündern letztendlich mit unserer Energiepolitik, mit der fossilen Energiewirtschaft fremde Gärten, haben 80% Zukauf von Energie hier bei uns im Land und über 80 Milliarden gleichzeitig an Kaufkraft und Wertschöpfungsabfluss aus unserem Land. Ein Nebeneffekt sind die Flüchtlingsströme, die wir jetzt erstmals live mitbekommen, die durch eine solche Energie- und Wirtschaftspolitik verursacht werden. Das sind so Länder wie Irak, Kuwait, Iran und Libyen, die ja mehrfach teilweise schon befreit werden mussten, um hier die Ressourcen zu sichern, unser Öl. Auf der anderen Seite die regionale Bürgerenergiewende als Erfolgsmodell. Als es 1990 mit dem Energieeinspeisegesetz, man stellt es sich vor, unter Helmut Kohl losging, dann ein 1000-Dächer-Programm, ein 100.000-Dächer-Programm und richtig in Fahrt kam es eigentlich mit Hans-Josef Fell, mit der kostendeckenden Einspeisevergütung in Hammelburg, aber auch in Franken, in Städten wie Würzburg, Schwabach, Herzogenaurach und bei uns hier im Landkreis in Rothenburg. Und eins vorneweg, wir dürfen froh sein, wenn wir regionale Stadtwerke haben. Das sind für mich in diesem globalen Spiel, beziehungsweise im Spiel dieser Atomkonzerne,
die Guten, mit denen man noch reden kann, mit denen man lokal auch noch was umsetzen kann. Auf der anderen Seite die gierigen vier, die E.ON, die ENBW, RWE und Vattenfall, deren Geschäftsmodell letztendlich kaufmännisch gescheitert ist. Zwei dieser vier weisen Milliardenverluste aus, vertrauen natürlich auf die Politik, weil sie ja systemrelevant sind. Sie haben das gelernt von den Bankern, tragen diese Einsparungen dann auf dem Rücken der Mitarbeiter aus und wollen die Kosten der Allgemeinheit übertragen. Nachdem sie zuvor die erneuerbaren Energien belächelt haben, dann wurden wir bekämpft und mittlerweile tun sie so, als ob sie diese ganze Technik eigentlich erfunden hätten. Ja, Manfred. Was war deren Antwort auf die erneuerbare Energie? Neue, angeblich saubere Braunkohlekraftwerke. Braunkohle im Zeichen des Klimawandels ist kein Brennstoff, sondern ein Schadstoff und letztendlich nur ein Brandbeschleuniger des Klimawandels. Die gleichen Typen, die über uns gelächelt haben, wollen heute um jeden Preis in die erneuerbare Energie einsteigen und wollen die Richtung und das Tempo bestimmen, indem die erneuerbaren Energien eingeführt werden und es am besten unter ihre Fuchtel bekommen. Plötzlich ist alles nachhaltig. Nachdem man davor den Globus nachhaltig geschädigt hat. Vorsicht, bitte aufpassen, wenn Sie hören, dass man alles jetzt mit Strom machen kann. Erneuerbare Energie bzw. Energiewende hat nur zum Teil mit Strom zu tun. Wir müssen auch an die Wärme denken, das merken wir jetzt gerade, und an die Mobilität natürlich und dürfen nicht einfach unser Elektroauto an der Steckdose mit Braunkohlestrom aus der Grundlast auftanken oder die einfache Luftwärmepumpe im Netz betreiben. Wir brauchen hier die Kombination, wir brauchen kurze Wege und wir brauchen letztendlich einen Dreiklang aus Management, Energieeffizienz mit erneuerbaren Energien. Wir dürfen nicht einfach nur sagen, wir ersetzen die Kilowattstunde aus dem Braunkohlekraftwerk mit einer Kilowattstunde aus der Biogasanlage beispielsweise. Und eins dürfen wir auch nicht vergessen, den Faktor Mensch, dass wir diese Technik an den Menschen, an den Häuslisbauer, an die Besitzer anpassen, damit es beherrschbar und bewohnbar ist. Also, meine Aufforderung an euch, lassen wir uns die regionale Bürgerenergiewende nicht aus der Hand nehmen oder gar kaputt machen. Nutzen wir gemeinsam diesen Energiemix, die Chancen, die daraus da sind, um unabhängiger und sicherer zu sein. Dankeschön. Ja, auch von mir, grüß Gott und Dankeschön, dass Sie und ihr bei dem miesen Wetter hierher gefunden habt. Ich soll an sich ein bisschen was zum Stand der Energiewende sagen, aber angesichts 30 Jahre Tschernobyl fällt es ein bisschen schwer, das ohne zumindest einen Rückblick auf den Zustand von vor 30 Jahren zu wagen. Vor allen Dingen dann, wenn man, wie ich damals, drei kleine Kinder hatte, die plötzlich nicht mehr im Garten spielen durften, die plötzlich nicht mehr das Gemüse, das wir im Garten gezogen haben, essen konnten und wo man sich Gedanken machte, was man überhaupt noch mit ihnen veranstalten kann. Vor allen Dingen auch, wenn man daran denkt, wie das damals war, 4 Wochen vor Tschernobyl, hat es noch eine 100.000 Menschen-Demonstration gegen die Wackersdorfer Wiederaufbereitungsanlage gegeben, was keine Sau bei der Politik gestört hat. 4 Wochen oder 6 Wochen nach Tschernobyl wieder 100.000 Menschen in Burg Lengenfeld, ein riesen Kulturkonzert mit allen deutschen Highlights auf diesem Sektor, auch keine Wirkung. Überhaupt, und das ist das Phänomenale, diese Menschheitskatastrophe Tschernobyl hat de facto 25 Jahre lang, bis auf einzelne Ausreißer, auf die komme ich dann noch, im Grunde im Denken derer, die die Politik und die Energiewirtschaft beherrscht haben, nichts geändert, überhaupt nichts geändert. Nach einem kurzen Zuckerer, nach einem kurzen Schock nach der Tschernobyl-Geschichte ist man sehr schnell übergegangen zur sogenannten Normalität. Das Unglück in Tschernobyl war natürlich nicht ein Problem der Kernenergie an sich, sondern das war nur Ausdruck der Unfähigkeit der Sowjets. Ja, damit war das Thema vom Tisch und bei uns im Westen könnte sowas natürlich überhaupt nicht passieren. Das war so die Sache, mit der man glaubte, die Angelegenheit vom Tisch kriegen zu können.
Die Sachverständigen haben, oder sogenannte Sachverständige, haben noch jahrelang die Behauptung aufgestellt, dass ohne Kernenergie nichts ginge. Mit Erneuerern könnte man ohnehin maximal 4, 6, 8 oder maximal 10% des Energiebedarfs abdecken. Und das sei unverantwortlich für einen Wirtschaftsstandort wie Deutschland. Und nebenbei gesagt, das ist ein bisschen heiterer fast, die Junge Union hat seinerzeit in selbst angenommener Nachfolge großer deutscher Dichter und Denker gereimt, Atomkraftgegner überwintern im Dunkeln und mit kaltem Hintern. Ja, das war die Junge Union. Wir haben sie dann damals nicht mehr die Junge Union, sondern die Dumme Union genannt. Als Reaktion darauf war das durchaus passend, wie ich finde. Mittlerweile ist der Sprachgebrauch etwas zivilisierter geworden, aber das war damals die Situation. Natürlich sind wir heute, liebe Freundinnen und Freunde, nach 30 Jahren in einer anderen Situation. So wie vor 30 Jahren ist es nicht mehr. Die Energiewende hat sich entwickelt, aber machen wir uns nichts vor. Die Tatsache, dass erst unter Rot-Grün, und das war 15 Jahre nach Tschernobyl, überhaupt mit der Energiewende begonnen werden konnte im eigentlichen Sinne. Wie hat schon gesagt, das 100.000 Dächerprogramm, das war schon ein kleiner Anfang. Aber da ging es los. Bis dahin ist überhaupt nichts passiert. Die Tatsache, dass die Herrschenden in Politik und Energiewirtschaft keine Veranlassung gesehen haben, irgendwas zu ändern und irgendwas auf den Weg zu bringen, was in die Zukunft führt, dies alles muss uns, wie ich finde, weiterhin wachsam halten, vorsichtig sein lassen und auch ein Stück weit Misstrauen zu haben. Das sage ich in aller Deutlichkeit. Ich traue diesen Leuten auch heute noch nicht. Dazu haben sie uns einfach zu lange hinters Licht geführt. Deshalb müssen wir also, wie gesagt, weiterhin aufpassen und sehen, dass wir nicht wieder hinters Licht geführt werden. Wo stehen wir nun in Sachen Energiewende im Augenblick und worum geht es bei der Energiewende im Kern? Es geht zum einen natürlich, dass wir endlich mit der Atomenergie endgültig abschließen. Der Willy Kraus hat dazu schon was gesagt. Insbesondere ist es wichtig, dass wir die Kraftwerke, die jetzt noch laufen, so schnell wie möglich vom Netz nehmen. Insbesondere die beiden Blöcke in Grundremmingen, die sind die ältesten und die schlechtesten und risikobehaftesten, die wir haben in Deutschland. Müssen so schnell wie möglich vom Netz und sie können es auch spätestens mit der sogenannten Thüringer Energiebrücke, ist es ohne weiteres möglich, den Ausfall dieser Kernkraftwerke auszugleichen. Darüber besteht unter Fachleuten überhaupt kein Zweifel. Das ist überhaupt kein Problem. Nebenbei gesagt, wir exportieren, glaube ich, jährlich 50 Gigawatt Energie ins Ausland. Wir sind also Energieexporteur. Wir können also nicht sagen, dass das Risiko bestünde, dass bei uns die Lichter ausgingen, wenn wir die Atomenergie endlich vom Netz nehmen. Abgesehen davon, dass wir noch einige Jahrzehnte damit leben werden müssen und wahrscheinlich noch generationenlang, was die Endlagerung angeht. Vor allen Dingen aber, Leute, geht es bei der Energiewende heute nicht mehr nur um die Kernenergie. Die Kernenergie ist zumindest bei uns ein Auslaufmodell. Es geht darum, sie zu beschleunigen. Es geht darum, möglichst schnell auszusteigen. Aber dass die nochmal revitalisiert wird, daran glaube ich persönlich ehrlich gesagt nicht, obwohl man natürlich immer vorsichtig sein muss, aber daran glaube ich persönlich nicht. Aber das eigentliche Thema der Energiewende, und darauf ist der Willi ja auch schon gründlich eingegangen, ist, dass wir endlich aus der carbongesteuerten Energieproduktion aussteigen müssen, weil wenn wir das nicht tun, dann werden wir den Klimawandel nicht mehr verhindern können, dann werden wir das 2-Grad-Ziel nicht erreichen können und dann droht uns ein Klimakollaps mit katastrophalen Folgen, nicht nur für uns und nicht mal für uns in erster Linie, sondern für die Länder und die Teile der Weltbevölkerung, die am allerwenigsten für diesen Klimakollaps können, nämlich in den unterentwickelten Ländern. Es ist damit zu rechnen, dass dann binnen Kurzem ganze Inselstaaten im Pazifik untergehen oder Uferregionen in Asien weggespült werden. Es ist damit zu rechnen, dass Dürren sich ausbreiten und die Wüstenregionen in Afrika südlich der Sahara entstehen. Es ist damit zu rechnen, dass Starkregen zunehmen
und sogenannte Jahrhundertunwetter alle Jahre auftauchen. All das, und was noch schlimmer wäre, wäre, wenn meinetwegen gewisse wesentliche Dinge wie der Golfstrom umkippen würden. All das droht, wenn wir die Klimakatastrophe nicht verhindern. Und das setzt voraus, dass wir jetzt wirklich umsteuern. Und in diesem Sektor gibt es natürlich auch ein Hoffnungszeichen. Und das Hoffnungszeichen ist der Pariser Klimagipfel von 200 Staaten, letzten Endes das Abkommen ab circa 200 Staaten abgesegnet, das definiert hat, dass wir bei 2 Grad Steigerung stehen bleiben müssen, nach Möglichkeit 1,5 gegenüber dem Referenzwert vor der industriellen Revolution, also dem Einstieg in die industrielle Produktion. Und das zu erreichen, ist die Herausforderung, vor der wir stehen und vor der jedes Land und damit auch Deutschland steht und sich in dem Sinne verantworten muss. Und da muss man mal gucken, wie es ausschaut. Bei uns sieht die Situation so aus, dass, ich will noch eins sagen zu den Katastrophen, die drohen, wenn wir die Klimakatastrophe nicht aufhalten. Der Willi hat schon erwähnt, wir haben jetzt mit Flüchtlingen zu tun. Und die 1 Million, die letztes Jahr zu uns gekommen ist, ist von vielen in unserem Land als nicht mehr steuerbar, nicht aushaltbar bezeichnet worden. Momentan haben wir, glaube ich, auf der Welt 6 Millionen Menschen auf der Flucht. Es wird, wenn allerdings es zu dieser Klimakatastrophe kommt, dann werden wir zig und hunderte von Millionen auf der Flucht haben, die vor Hunger, vor Durst, vor nicht mehr gegebener Existenz flüchten müssen, wenn sie nicht verhungern wollen. Und das werden sie nicht wollen. Und dann werden sie sich auf die Socken machen und dann werden sie sich gerade aus Afrika wieder in unsere Region auf die Socken machen. Und dann wird es bei uns womöglich heißen, das sind Wirtschaftsflüchtlinge. Das sind, weil sie eben keinen Asylgrund haben. Aber diese Wirtschaftsflüchtlinge flüchten nicht aus Jux und Tollerei, sondern sie flüchten, weil sie ganz einfach die Dreistigkeit haben, auch überleben zu wollen. Das muss ich mal vorhalten. Und ich warte dann nur, was die Herren Söder und so weiter dann sagen werden, wenn diese Leute irgendwann mal zu uns kommen, dann sind das Wirtschaftsflüchtlinge, die bei uns nicht zu suchen haben. Also das nur so nebenbei mit Blick auf die aktuelle Diskussion. So, gemessen an der Bedeutung des Problems, vor dem wir stehen, muss man sich mal anschauen, wie wir heute dastehen. Wir stehen heute beim Strom, bei der Produktion ungefähr 1/3 von erneuerbaren Energien, bei der Wärme bei nicht mal 10%, bei der Mobilität bei nur etwa 5%. Und jetzt muss man noch sehen, dass der CO2-Anteil beim Strom, zum Beispiel in Bayern, nur etwa, also der CO2-Ausstoßanteil, nur bei etwa 15% liegt. Bei der Wärme aber bei 46% und bei der Mobilität bei 39%. Was heißt das? Das heißt, dass wir momentan kaum vorankommen mit einer Reduzierung des CO2-Ausstoßes, auf den wir erreichen müssen, damit wir wirklich auch in Deutschland diesem Klimawandel entgegenwirken können. Die Emissionen sinken bei uns in den letzten Jahren kaum noch messbar, seit 1990 in Bayern um etwa 10%. Und jetzt muss man sich mal anschauen, was nach dem Ziel der Bundesregierung geschafft werden müsste nach Paris. Da müssten wir bis 2020 40% gegenüber 90 reduzieren, bis 2030 55%, bis 2040 70%, bis 2050 80-95%. Von diesen Dingen, die wir erreichen müssten, wenn wir das Ziel, den Klimakollaps zu verhindern, zumindest bezogen auf uns, wenn wir das erreichen wollen, sind wir meilenweit entfernt. Und wir müssen den Anteil der erneuerbaren Energien steigern, wir müssen die Energieeffizienz steigern und wir müssen Energiesparen voranbringen. Auf den Sektoren Verkehr und Wärme schaut es ganz düster aus und das sind die entscheidenden Faktoren, die entscheidenden Bereiche gemessen am Anteil des Stroms. Wie schaut es jetzt aus mit der Förderung der Erneuerbaren? Und das ist die eigentliche Katastrophe und deswegen besteht hier wirklich auch Anlass, Alarm zu sagen. Dem Solarboom, den wir von 2010 bis 2012 hatten, mit jährlich etwa 7500 Megawatt Zubau,
Der ist mittlerweile erledigt. Wir sind gerade noch bei 1500 Megawatt und liegen damit unter den Zahlen, die die Bundesregierung verlangt. Nur noch 1500, das ist ein Fünftel von dem. Gleichzeitig sind in der Solarbranche etwa 40.000 Arbeitsplätze kaputt gemacht worden. Darüber redet kaum kein Mensch. Aber wenn im Bergbau der Verlust von 4.000 Arbeitsplätzen gerade bei der Braunkohle droht, dann machen alle möglichen Leute mobil und sagen, das sei unzumutbar. Über Arbeitsplätze bei den Erneuerbaren redet kein Mensch. Dann bei der Windenergie, das ist fast noch dramatischer. In Bayern ist durch die 10H-Regelung im Grunde eine Vollbremsung hingelegt worden. Und die EEG-Novelle, die momentan ansteht, die hat dann auch noch Ausschreibungsmodelle im Blick, die dazu führen, dass die Leute, die Akteure auf diesem Sektor, auf die es ankommt, das hat der Willy Kraus ja gesagt, das sind nämlich die Bürger, die ihr Geld in die Hand nehmen, um letzten Endes diese Energiewende weiter voranzubringen, die sie auch bisher vorangebracht haben, die werden vom Markt gefegt und dieser Markt wird wieder an die Großkonzerne ausgeliefert, die uns die Sache eingebrockt haben, vor der wir heute stehen. Und das ist die eigentliche Katastrophe. Wenn es nicht gelingt, wenigstens neben den Großkonzernen auch Bereiche zu ermöglichen, wo noch Bürgergenossenschaften, wo einzelne Privatbürger und so weiter aktiv werden können, sei es auch im Solarbereich, sei es im Wärmebereich, sei es insbesondere auch beim Wind. Wenn das nicht möglich ist, dann wird die Energiewende scheitern und wir liefern sie denen aus, die uns die ganze Katastrophe eingebrockt haben. Und deswegen stehen wir heute hier und deswegen sage ich, ich bin dankbar, dass Sie gekommen sind. Wir müssen weiter an diesem Thema dranbleiben. Wir dürfen nicht darauf vertrauen, dass es von alleine gehen wird. Nur wenn wir weiter aktiv bleiben, wird sich was tun. Wir brauchen Durchhaltevermögen. Das Durchhaltevermögen, was die Atomgegner über 40 Jahre gehabt haben und nur aufgrund dessen ist es gelungen, die Atomenergie letzten Endes allmählich zurückzudrängen. Und in dem Sinne bitte ich Sie alle, machen Sie weiter, kämpfen Sie weiter, wo auch immer Sie tätig sind, sind Sie aktiv in Sachen Energiewende, sei es zu Hause, sei es am Arbeitsplatz, sei es in der Politik, kommunal, Landesebene, Bundesebene. Und zum Schluss noch, heute Abend findet finde ich ganz beeindruckend, eine Gedenkveranstaltung zu Tschernobyl statt, das habe ich heute früh in der FAZ gelesen, in Heilbronner Münster, veranstaltet von einem Mann, der damals Tschernobyl auch erlebt hat und das seit 30 Jahren nicht vergessen hat und als einen Wendepunkt in seinem Leben erlebt hat, den er bis heute nicht hat vergessen können. Also wer Zeit hat und wer Lust hat, kann auch das noch tun. Vielen Dank. Vielen Dank, Willy Kraus und Uwe Schreiner. Ich möchte jetzt quasi euch alle bitten, ans Mikrofon zu gehen und quasi sagen, wie man die Atomkraft besiegen kann, wie man die erneuerbare Energien fördern kann und was euch alles auf diesem Thema auf dem Herzen liegt. Eine kleine Bemerkung zur Energiewende, das geht schon, danke. Im Wärmebereich sieht die Situation so aus, dass im Moment, wenn wir das Ziel der Bundesregierung erreichen wollen, neulich ein Fachmann auf der Heizungsfachmesse in Nürnberg gesagt hat, wir müssten jedes Jahr 10% des Altbestandes sanieren. 3% hat man mal vorgegeben, das haben wir bisher nicht erreicht. Vielleicht kannst du wieder noch was dazu sagen, was für einen Stand wir momentan haben. Meines Wissens liegt es unter 2%. Was wir im Jahr momentan sanieren. Das heißt also, in dem Bereich erreichen wir die Ziele jetzt schon einmal nicht und es wird ja ziemlich schwierig sein, das aufzuholen. Also man muss dann andere Dinge vielleicht kompensieren, aber solche Dinge, auf die laufen wir zu und die sind als Fakten, sind die eigentlich, stehen die da. Und ich denke, wir müssen da noch viel aktiver werden in dem Bereich und auch politisch viel mehr Druck machen. Danke. Okay, kurz.
Also erst einmal vielen Dank an alle, die gekommen sind. Ich bin eigentlich ein bisschen überrascht. Bei Fukushima waren es einmal dreimal so viel damals, als der Unfall passiert ist. Also und heute steht was in der Zeitung, was mich ziemlich beklommen gemacht hat, nämlich so der Ausblick vielleicht braucht es eines dritten Menetekels. Also Tschernobyl und Fukushima hat offensichtlich nicht gereicht. Mir ist nur noch eingefallen, wie das vor 30 Jahren war. Ich war ja damals schon im Ansbacher Stadtrat. Und als dann plötzlich das Ungeheure passiert ist, wo keiner damit gerechnet hat, das haben ja alle immer gesagt, ihr seid blöd, ihr seid verrückt, ihr malt Gespenster an die Wand. Und auf einmal haben wir halt leider doch recht gekriegt. Und dann war plötzlich überall zum Beispiel das Spielen in Sandkästen verboten. Und dann haben in Ansbach, habe ich gesehen, dass türkische Kinder in einem Sandkasten gespielt haben, in dem ein Schild stand auf Deutsch, bitte nicht, also nicht in den Sandkästen spielen. Und dann habe ich den damaligen Rechtsamtsleiter angerufen, dass das nicht so gut ist, weil die Türken das nicht verstehen. Und dann hat er mir zur Antwort gegeben, wir stellen doch auch nicht alle Verkehrsschilder in allen Sprachen auf. Also das war damals noch so der Umgang damit. Ich denke, das hat sich verändert. Wir reden mittlerweile, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört von den Vorrednern, in ungeheuer langen Zeiträumen. Es sind 30 Jahre vergangen und es ist tatsächlich eine ganze Menge passiert. Aber es ist auch von meinen Vorrednern schon angesprochen worden, dass das Problem ist, dass im Moment alles stagniert. Also wir haben damals ganz viele Szenarien entwickelt. Ausstieg aus der Kernenergie, Ausstieg aus dem Erdöl, damals war noch nicht von so viel vom islamistischen Terror die Rede, aber trotzdem hat man gesagt, Erdöl ist Krisenrohstoff, da muss man sich unabhängig machen. In den 70er Jahren waren ja noch die ganze Zeit solche Wachstumsraten, die immer nach oben gegangen sind, bei allem. Das war ja mit Wohlstand verbunden. Da war ja auch die SPD noch voll auf dem Dampfer. Das sage ich mit einem kleinen Blick nach rechts. Die sind jetzt Gott sei Dank auch ein wenig umgeschwenkt. Dass es gelungen ist, in vielen Bereichen schon die Kurven etwas zu ändern, das ist ganz toll. Aber im Moment stagniert halt alles. Und es wird leider von den Verantwortlichen nicht erkannt, dass es die Zukunft wäre, also auch die wirtschaftliche Zukunft, die erneuerbaren Energien als Erfolgsmodell auszubauen und weltweit zu exportieren, anstatt den Part weltweit zu exportieren, der jetzt dazu geführt hat, dass die vier Großen, von denen geredet worden ist, Milliardenverluste einfahren. Also der Part, der ist ja offensichtlich, hat sich ja gezeigt, dass der nichts bringt. Also wir müssten, das wäre die gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die erneuerbaren Energien, alles, was damit verbunden ist, die Arbeitsplätze, die Technologien, dass Deutschland wieder Vorreiter wäre als technologischer Weltführer, das wäre ja alles drin. Und das würde alles dazu führen, dass das in die andere Richtung geht. Aber im Moment scheint es zu stagnieren, das haben wir jetzt schon mehrere Male gehört. Und deswegen kann ich nur den Appell an alle richten, an jeder Stelle weiterkämpfen. Danke. Vielleicht noch eine kleine Zusatzinformation, wie war es damals? Wir haben ja in dem Einspieler gehört, wie damals abgewiegelt wurde, wie spät wir informiert worden sind. Schweden hat es damals festgestellt, dass da was los ist. Es ist mit dem Sandkasten, Salat und so weiter alles erklärt worden. Einen riesigen Güterzug hat man gehabt mit der Milch, die man abgeschoben, als er abgeschöpft hat und hat die zu Milchpulver verarbeitet. Manche von den Politikern haben sie aus dem Milchpulver ein Getränk zusammenmischen lassen und haben das dann getrunken. Also lauter solche Dinge sind gelaufen. Aber denkt man nicht, dass das heute anders ist. Man braucht nur ab und zu mal so Medien in die Hand, zufällig in die Hand bekommen, weil die Zeitung lese ich normalerweise überhaupt nicht. Jetzt tue ich das ein wenig so stenografisch ersagen, weil man kann das Ganze ja gar nicht vorlesen. Es sollte ja alle auch noch zu Wort kommen. Ein gewisser Helmut Rummel wohnt in Monnau am Staffelsee und ist einer von den zertifizierten Messstellen in Bayern. Da gibt es 111 davon. Habt ihr jemals schon mal was in den großen Medien gehört von den radioaktiven Belastungen, die dort festgestellt worden sind? Nein, bestimmt nicht. Wildfleisch hat zum Beispiel 600 Becquerel pro Kilogramm. Dieser Herr Rummel hat sich jetzt umgehört und den anderen Kollegen und so weiter und hat in den letzten Jahren über Tausende von Messwerten erfahren, die also über dem Grenzwert waren. Der höchste Grenzwert, der erreicht worden ist, war bei 27.000 Becquerel, also das 45-fache, was zugewilligt war. Dieser Herr Rummel hat die Dreistigkeit besessen, bei den Jägern, die also alles, was sie schießen, messen lassen müssen und hat nachgefragt.
Und jetzt kommt's, die Kollegen haben ihm da Auskunft gegeben und haben ihm gesagt, und wie dann der Vorsitzende das mitbekommen hat, hat er Rundschreiben bekannt gegeben, dass sie keine Messwerte bekannt geben dürfen. Das ist ein Skandal, finde ich, ohnegleichen. Und dann müssen wir dazu sagen, das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, das LGL, macht also 74 Proben das Jahr über. Und das sind also die Dinge, die so bei uns laufen. Also die Vernebelung und die Taktik, das zu verharmlosen, läuft nach wie vor bis jetzt. Vielen Dank. Wenn es jetzt noch jemand kommt, wenn jetzt niemand mehr kommt, dann würden wir die Kundgebung beenden. Vielen Dank fürs Soufflieren und vielen Dank fürs Kommen und einen guten Nachhauseweg. Thank you.